Genau, vielleicht begrüße ich Sie erstmal und danke, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns die nächsten 45 Minuten zu verbringen, unseren Ideen zu lauschen, vielleicht auch etwas mitnehmen. Das hoffen wir natürlich sehr, deshalb veranstalten wir auch diesen Webinar. Und mein Name ist Olga Seewald und schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Nadine Kartner und wir sind sehr gespannt natürlich auch auf den Austausch mit Ihnen im Nachgang. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen in das sehr spannende Thema eintauchen können. Und zwar geht es in unserem heutigen Webinar zum Thema skillbasierte Organisationen. Was sind das skillbasierte Organisationen? Und wir hatten ja bereits zwei Webinare, und zwar ist es heute unser drittes Webinar im Rahmen der Talent Management Serie. Die ersten beiden Webinare fokussierten wir auf die sehr technische Seite, also sprich die neuen Tools der SAP, das neue Skill Framework der SAP. Zum einen sind wir im letzten Jahr gestartet mit dem Opportunity Marketplace und dann zum anderen den Talent Intelligence Hub. Nochmal ein, wo das Skill-Framework der SAP eben in der Plattform nun möglich ist, mit neuen Möglichkeiten, KI-basiert. Und für all jene, die bisher an den beiden Webinaren nicht teilnehmen konnten, wir haben das weiterhin zur Verfügung. Das heißt, Sie können da gerne nochmal reinschauen. Und wir wollen jetzt aber die Gelegenheit nutzen, nochmal das Skill-Framework, was hinter diesen beiden Tools auch steht und was eben die neuen Möglichkeiten bietet, nochmal näher darauf einzugehen. Also traditionell ist es ja so, dass man bei den Mitarbeitenden und dem Talentmanagement besonders auf die Mitarbeitenden mit ihren Fähigkeiten fokussiert und die Nachweise und alles das, was sie an Erfahrungen mitbringen. Und das sehr unternehmensgesteuert, also sehr orientiert an Stellenbeschreibungen für gewisse Jobs. Das ist das, was man jetzt bei dem Opportunity Marketplace auf der linken Seite in dem grünen Bereich sieht. Das heißt, das ist das, womit wir jetzt aktuell schon arbeiten. Und was ist jetzt das Neue in diesem neuen Skill-Framework? Der Mitarbeiter rückt mehr mit seinem kompletten Skillset in den Fokus. Das heißt, wichtiger werden auch so Stärken, was sind die Arbeitsziele, in welcher Weise kommuniziert jemand, möchte kommunizieren, welches Arbeitsumfeld ist das passende für ihn. Das heißt, er rückt mehr und mehr mit seiner Persönlichkeit in den Fokus. Und das erlaubt es den Unternehmen natürlich auch nochmal auf ein ganz anderes Skillset zuzugreifen, als es bisher der Fall war. Weil bisher gab es immer ein Matching zwischen dem, was das Unternehmen erfordert hat und was die Mitarbeitenden dann entsprechend, ob die das mitbringen, was sie da brauchen. Und das Neue an dem Opportunity Marketplace als neues Modul der SAP ist hier KI-basiert, Empfehlungen dem Mitarbeiter auszusprechen, basierend eben auf seinem individuellen Skillset, was er mitbringt und was er bereit ist, natürlich mit den Unternehmen oder mit der Organisation zu teilen. Das heißt, er bekommt Vorschläge aus den unterschiedlichen Modulen, aus den unterschiedlichen Teilprozessen. Das heißt beispielsweise, gibt es neue Rollen, gibt es neue Jobs, die interessant sind, die zu dem Skillset passen? Gibt es Lerninhalte, die genau zu der Entwicklung passen, die der Mitarbeitende gerade geht? Oder gibt es neue Projekte? Also ganz verschiedene Bereiche, wo KI-gestützt die Möglichkeit besteht, eben nun sehr individuell auf die Bedürfnisse des Mitarbeitenden einzugehen und ihn in seiner individuellen Entwicklung zu fördern. Das heißt, das ist wirklich das Zentrale und dabei rücken natürlich die Skills in den Fokus. Und Skills kann man hier nicht verstehen als eingeschränkt nur Skills oder Fähigkeiten, je nachdem, wie man es definiert, sondern in einem mehr weiten In der weiten Begrifflichkeit, die SAP nutzt das Wort Attribute, also wirklich all das, was Ressourcen, Stärken, Stile, persönliche Vorlieben, all das sind sozusagen Attribute, die der Mitarbeitende mitbringt, um eben im Unternehmen seine Leistung zu bringen. Und im Talent Intelligence Hub haben wir eben die technische Möglichkeit, einerseits in der Attribut Library, also in der Bibliothek, weiterhin das, was die Organisation eben an erforderlichen Skills von seinen und von den Mitarbeitenden
einfordert, eben zu verwalten. Das heißt, das ist weiterhin die Möglichkeit, auf der anderen Seite mit dem Job Profile Builder als Tool Rollen im System zu definieren, auch als Orientierung, um das Matching herzustellen, also um zu schauen, okay, welche Rolle hast du, wo hast du möglicherweise Skills noch nicht vorhanden, welche brauchst du für zukünftige Rollen. Das heißt, das im System abzubilden. Und an der Spitze dieses Dreiecks steht dann der Mitarbeiter mit dem Growth Portfolio. Das heißt, hier hat er die Möglichkeit, eben seine Persönlichkeit, wenn man das so definieren kann, aber seine Skills, seine Fähigkeiten, seine Stärken, all das eben im Überblick zu haben und entsprechend zu verwalten. Das heißt, er hat dort, ist der Mitarbeiter am Zuge und hat natürlich auch mehr Verantwortung dadurch, diese Skills auch entsprechend aktuell zu halten und entsprechend da sich weiterzuentwickeln. Und die Basis, was das Spannende jetzt bei beiden Tools ist, ist eben dieses KI-gesteuerte, das heißt der permanente Abgleich zwischen dem, was an im globalen Skillset zur Verfügung steht oder auch im Unternehmen, welche Jobrollen zur Verfügung stehen, da einen Abgleich zwischen dem individuellen Skillset zu machen und dem, was eben im Hintergrund läuft. Das ist diese Talent Intelligence Foundation. In unserem letzten Webinar haben wir es noch als Skill Ontology benannt. Damals hat die SAP das noch so begriffen. Jetzt hat sie es nochmal mit dem jetzigen Release nochmal verändert. Das heißt, jetzt wird wirklich von einer Foundation gesprochen, die im Hintergrund agiert, um diese Empfehlungen so gut wie möglich individuell den Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das im Fokus. Wir haben da schon prozessseitig eben das Konzept, haben wir uns schon angeschaut. Jetzt gucken wir natürlich, wie sieht es in der Praxis aus? Was bedeutet das für Skill-basierte Organisationen? Und bevor wir jetzt richtig eintauchen, ein kurzer Blick auf unsere Agenda. Das heißt, wir starten natürlich erstmal zu gucken, was sind denn skillbasierte Organisationen? Was verstehen wir darunter? Was sind Herausforderungen, auch um erste Schritte zu gehen? Und dann würden wir gerne eintauchen in die Praxis. Das heißt, wir haben uns überlegt, was könnten Ausgangssituationen sein, Beispiele, wo wir den Mehrwert in einer skillbasierten Organisation sehen und wo wir eben Ihnen das auch nochmal deutlicher an konkreten Beispielen machen können. Abschließend haben wir dann vor, nochmal Ihnen das, was wir vorher schon ausgeführt haben, nochmal konkret in Schritten nochmal darzustellen, um Ihnen auch eine Orientierung zu geben, was könnte eine Roadmap für Ihre nächsten Schritte sein. Und zum Abschluss natürlich haben wir noch einen Bereich, wo Sie Ihre Fragen stellen können. Wir freuen uns aber auch sehr über Erfahrungen, die Sie gegebenenfalls schon gemacht haben. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, jetzt während des Webinars Ihre Fragen und Anregungen zu platzieren. In der F&A-Funktion oben in Teams finden Sie das. Das heißt, dort können Sie Ihre Fragen platzieren während des Webinars. Sie können aber auch den Chat benutzen, wenn das andere nicht für Sie funktioniert. Das heißt, wir werden diese Fragen dann im Nachgang natürlich versuchen, so viel wie möglich zu beantworten und mit Ihnen in Austausch zu gehen. Und das, was wir zeitlich nicht schaffen, werden wir dann nachreichen, wenn möglich. Und jetzt noch, genau, kurz, ja, Folge hat genau, schon genau. Bedenkt. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis auch von meiner Seite. Kamera und Mikrofon sind standardmäßig ausgeschaltet. Wenn Sie aber Ihre Eindrücke, Ihre Erfahrungen mit uns teilen wollen und sich auch sichtbar machen möchten, dann bitte heben Sie die Hand. Ja? Vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, jetzt geht es richtig los. Dann geht's los. Absolut. Also, was sind skillbasierte Organisationen? Da gibt es natürlich verschiedene Definitionen und Herangehensweise, wie man da rangehen kann. Was wir uns überlegt haben, eben nochmal zu gucken, was könnten wichtigste oder wichtige Merkmale sein. Und ganz zentral sind natürlich die Skills als zentrales Element zur Steuerung innerhalb der Organisation. Und hier, wie ich es eingangs auch gesagt habe, wirklich der Fokus auf die individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeitenden, statt eben bisher auf diese traditionellen Jobbeschreibungen. Das heißt, man erfasst die Fähigkeiten der Mitarbeitenden und Fähigkeiten meint eben nicht nur diese eingeschränkte Variante, sondern wirklich im Rahmen von oder im Sinne von diesen Attributen, wie die SAP es so benennt, als solche zu verstehen und nutzt diese Informationen eben dann für die strategische Personalplanung. Und das ermöglicht den Unternehmen, sich sehr viel besser vielleicht als bisher aktuellen und auch zukünftigen Bedarfen danach auszurichten und dazu agieren.
wenn wir eben diese Erfassung der individuellen Skillsets der Mitarbeiter haben, dann erlangen wir natürlich auch eine höhere Transparenz über das, was im Rahmen von den oder im Talentpool der Mitarbeitenden vorhanden ist. Aber wir bekommen natürlich auch eine Transparenz darüber, was fehlt. Und kann dann entsprechend reagieren. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, eben aktuelle und auch zukünftige Skill-Lücken dann entsprechend zu schließen. Rollen und Aufgaben haben wir schon gesehen, dass wir natürlich mit der Fokussierung auf diese individuellen Skillsets der Mitarbeitenden rücken natürlich so diese traditionellen Stellenbeschreibungen mehr und mehr in den Hintergrund und Rollen und Aufgaben werden wichtiger. Das heißt, das bietet eine hohe Flexibilität und eben die Organisation kann dann sehr viel schneller reagieren auf veränderte Rahmenbedingungen. Und was heißt das jetzt? Das heißt, Jobs, wie sie bisher gedacht werden, in Form von Jobbeschreibungen, müssen einfach neu gedacht werden. Ja? Wirklich sich zu hinterfragen, welche Fähigkeiten braucht es denn, um die Aufgaben zu bewältigen. Das heißt, die Mitarbeitenden werden dann entsprechend ihren Fähigkeiten eben Aufgaben im Unternehmen übernehmen können. Ja? Das erfordert natürlich sehr viel Agilität und Anpassungsfähigkeit der Mitarbeiter, aber natürlich auch der Organisation an sich. Ein weiteres Merkmal, was wir überlegt haben, ist Leistungsorientierung. Und wie ist das in dem Zusammenhang zu verstehen? Denn Leistungsorientierung hat man vielleicht auch in nicht skillbasierten Organisationen bereits. Das heißt, hier liegt der Fokus tatsächlich auf der Bewertung und der Weiterentwicklung von Skills. Ja, und das bestenfalls natürlich auch in einem kontinuierlichen Prozess und nicht mal einmal jährlich, wo man auf die Leistung schaut, sondern kontinuierlich. Und meine Kollegin wird darauf später auch nochmal näher eingehen. Was damit auch einhergeht, ist, die Karrierewege werden flexibler. Das heißt, anstatt auf diese hierarchischen Strukturen basieren sie eben mehr auf der Entwicklung und der Anwendung der spezifischen Skills. Und dann, wenn wir jetzt viel über diese kontinuierlich verändernden Aufgaben und kontinuierlichen Weiterentwicklung von Skills gesprochen haben, dann braucht es natürlich auch eine starke Lernkultur. Die Mitarbeitenden, die benötigen dadurch natürlich auch ein Umfeld, in welchem Lernen möglich ist und wo es ja, sie motiviert, ihre Skills stetig weiterzuentwickeln. Und das ist ganz entscheidend. Und wenn das gelingt, dann ist natürlich auch der Talentpool sehr viel größer als bisher. Und aus diesem Potenzial kann einfach das die Organisation auch schöpfen. Das heißt, wenn wir hier so die unterschiedlichen Aspekte gesehen haben, die ineinander greifen, dann hat es sehr viel mit einem Mindset-Wandel zu tun. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Herausforderungen Ihnen dann begegnen, wenn Sie sich auf die Reise machen. Ja, es ist ein sehr spannendes Bild, Nadine, was du jetzt aufgezeichnet hast. Und natürlich stellt sich wahrscheinlich bei Ihnen auch die Frage schon, ja, das klingt ja sehr interessant und vielleicht auch an manchen Stellen gar nicht neu, aber wie macht man das? Wie schafft man diese Transformation zu der skill-basierten Organisation und welchen Mehrwert generiert überhaupt diese Form der Organisation? Und hier möchten wir vorweg auch auf die Herausforderungen bei diesem Transformationsprozess eingehen. Und offenlegen die Herausforderungen, mit denen Sie sehr wahrscheinlich rechnen müssen auf dem Weg zur skillbasierten Organisation. Und da unterscheiden wir zwischen Personalherausforderungen auf der Seite des Personals und des Managements. Und bei dem Personalwesen und Management ist die Identifikation mit dem Wandel sehr entscheidend. Die Aufklärung über den bestehenden Veränderungsbedarf und die Motivation zum Wandeln sind hier prozesstreibend. Natürlich stellt sich die Frage, ja, wie geht man mit der Dynamik des Skillbedarfs um? Die Aufgaben verändern sich rasend, die Anforderungen an die Mitarbeitenden verändern sich, an die Rollen, dementsprechend verändern sich innerhalb dieser Anforderung auch die Skillsets, wie reagiert man darauf? Eine sehr gewichtige Herausforderung ist die Umstellung der Geschäftsprozesse und der Vergütung von positionsbasiert auf skillbasiert. Und natürlich
benötigt das Skill-Management eine Infrastruktur, inklusive aktuelle Taxonomie, und damit meine ich die Klassifikation von den Skills, Klassifikation von den Levels der einzelnen Fertigkeiten und Fähigkeiten entsprechend der Rolle, die hier zu besetzen wäre. Und das alles hängt mit der, oder kommt und geht mit der Skill-Datenerfassung. Und zwar wird das Identifizieren des Skills durch bereits angesprochene KI unterstützt, aber die Entscheidung darüber, welche Skill-Levels für welche Rolle wichtig sind, wird immer noch zentral gesteuert. Das System wird dann funktionieren, wenn die Mitarbeitenden diese Skills, ihre eigenen Skills pflegen, wenn die Führungskräfte das machen und wenn HR dazu die Ressourcen sowohl zeitlich als auch technischer sich zur Verfügung stellt. Und hier habe ich jetzt schon den Mitarbeitern ins Gespräch gebracht und auch den Mitarbeitern, der steht vor der Herausforderung. Zwar wird in der skill-basierten Organisation den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, die eigenen Potenziale zu leben, auszuleben, mehr Wert, nicht nur in Bezug auf die Position, die der Mitarbeiter innehat, dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen, aber natürlich das Ganze auf Kosten von höherer Flexibilität. Und der Mitarbeitende muss bereit sein, kontinuierlich sich weiterzuentwickeln in so einer Art der Organisation, natürlich auch kontinuierlich weiterzulernen. Und da verlagert sich jetzt schon die Entwicklung des Mitarbeitenden immer in die eigene Eigenverantwortung des Mitarbeitenden. Der Mitarbeitende hat die Möglichkeit, sich innerhalb des Unternehmens zu entwickeln und übernimmt natürlich auch dafür die Verantwortung. Das heißt, kommt und geht mit der Offenheit der Mitarbeiterinnen, ihre Persönlichkeit, wie wir bereits angesprochen haben, und ihre Fertigkeiten, die außerhalb des Berufsfeldes liegen, zu offenlegen. Und da könnte man sich dann auch kritisch fragen, ist der Mitarbeitende am Ende nicht ein Skill-Katalog? Dem würde ich entgegenstellen, dass es schon immer die Skills der Mitarbeitenden waren und sind, die die Wertschöpfung für das Unternehmen generieren. Und das Neue ist, dass in der skill-basierten Organisation das früher implizierte, unsichtbare jetzt sichtbar gemacht wird. Ja, jetzt fragen Sie sich, na gut, das ist auch, da sind die Herausforderungen, sind klar, aber wie starten? Und natürlich begünstigen manche Voraussetzungen in dem Unternehmen den Übergang zu der skill-basierten Organisation. Also fragen Sie sich, wie steht es mit unserer Unternehmenskultur, mit der Offenheit und Lernbereitschaft bei den Mitarbeitern, mit der Wertschätzung und Diversität? Sind die strukturellen Voraussetzungen gegeben, nämlich die flachen Hierarchien? Natürlich würden das Ganze begünstigen und flexible Arbeitsmodelle. Und verfügt Ihr Unternehmen über die entsprechenden digitalen Plattformen für das Skill Management, damit die hochwertigen Daten generiert werden und damit auch strategische Entscheidungen getroffen werden können? Unsere Vorgehensweise, wir werden dann in der Roadmap noch näher darauf eingehen, ist, sich zuerst ein ganzheitliches Bild davon zu machen, welche Kompetenzen im Unternehmen, welche Skills im Unternehmen bereits vorhanden sind, welche Skills bestimmte Rollen benötigen. Analysieren Sie den Gap und da in den Bereichen, in denen Sie den größten Gap sehen, das ist der sogenannte Pain Point, definieren wir das, da fangen Sie an. Und fangen Sie an mit einem freundlichen Geist. Schrittweise, schlank, volksorientiert, und breiten Sie dann diese Form der Organisation auch die weiteren Bereiche aus. So, später, wie bereits gesagt, werden wir Ihnen anhand von Anwendungsbeispielen zeigen, welche Verbesserungen die skill-basierte Organisation mit sich bringt. Und davor schauen wir uns die prinzipiellen Veränderungen im Talentmanagement an. Diese sind als Antwort auf den demografischen Wandel und auf die rasant sich verändernde Arbeitskultur und Arbeitsleben zu verstehen. Die meisten Unternehmen führen
immer noch punktuelle Leistungsmessungen durch, einmal im Jahr. Um die Mitarbeiter in Zukunft zu halten, wird die kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung immer mehr in den Fokus rücken. Sie sehen in der Mitte die einzelnen Tools, die sind sozusagen die Kommunikationsmedien von SuccessFactors auf dem Weg in die Zukunft. Und wir schauen uns das nächste Beispiel, nämlich, dass die Unternehmenskompetenzen häufig top-down vorgegeben sind und dass sie auch sehr häufig sehr abstrakt sind und nicht relevant für die eigentliche Tätigkeit des Mitarbeitenden. Das wird dann durch die Offenlegung der Fertigkeiten und Fähigkeiten des Mitarbeitenden ergänzt und die Skills des Mitarbeitenden, die Persönlichkeit des Mitarbeitenden ist ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg. Die Planstellen und die starre Organigramme auf der anderen Seite weichen in Zukunft der Arbeit mit den rollbasierten Skillpools. Und direkt in diesem Zusammenhang steht der Übergang von exklusivem Talentmanagement zum inklusivem Talentmanagement. Und Opportunity Marketplace stellt die Plattform für die eigene Entwicklung der Mitarbeiter in SF da. Lassen Sie uns etwas konkreter werden und die einzelnen Strategien bezüglich ihrer Umsetzbarkeit in den skillbasierten Organisationen betrachten. Ja, die permanente Veränderung der Jobanforderung hat natürlich zur Folge, dass sich auch die Leistung permanent verändern wird. Und wenn diese zwei Faktoren zusammen sind, dann ist es nur logisch, dass auch die Methode der Leistungsmessung sich verändern muss. Wenn wir uns jetzt die punktuelle Leistungsmessungen anschauen, dann sind es meistens Momentaufnahmen, die zum Zeitpunkt der Zielsetzung, sei es jetzt Leistungsziele oder Entwicklungsziele, persönliche Ziele des Mitarbeitenden stattfindet. Und dann kommt wieder die Retrospektive auch einmal im Jahr, meistens auch zu dem gleichen Zeitpunkt, wie wurden denn die Ziele erreicht. Und wenn man den Mitarbeitern danach beurteilt, was sie zu leisten hatten, dann wird man gar nicht wissen, was sie hätten leisten können. Und diese ganze Entwicklung während des Jahres wird für den Mitarbeitenden vielleicht nicht so sichtbar, weil er sie erlebt hat, aber für die Führungskraft wird sie auch nicht sichtbar sein. Also es geht darum, die Ziele zu erreichen und nicht darum, das Potenzial zu erschöpfen oder sogar zu erweitern. Und bei der kontinuierlichen Mitarbeiterentwicklung wird sich dieser ganze Zyklus natürlich gravierend ändern. Die regelmäßigen Betrachtungen des Fortschritts ermöglichen einen flexiblen Einsatz der Mitarbeiter entsprechend seinen Skills. Die Skills können in kürzeren, die Gaps zwischen den Skills, Anforderungen der Position und der Rolle mit den eigentlichen Skills des Mitarbeiters werden ständig abgeglichen. Und das führt dann dazu, dass man auch zukünftig schauen kann, was kann noch entwickelt werden? Wo sieht sich vielleicht der Mitarbeiter eher entsprechend seinen persönlichen Voraussetzungen? Ja, und damit möchte ich gerne auch den Mehrwert kurz hier klarstellen, dass dieser regelmäßige Austausch über das aktuelle Skillset schafft Klarheit über die neuen Anforderungen und auch die verändernden Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Ja, ein typisches Beispiel, das im Personalwesen auftritt, ist die Neubesetzung einer Rolle. Und da möchte ich Sie jetzt gerade auf eine kurze Reise, eine kurze Geschichte mitnehmen. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt eine Produktmanagerin, die entsprechend ihrer positionsbasierten Beschreibung immer gut performt hat. Und jetzt passiert ein großer Wandel im Unternehmen. Die Aufgaben verändern sich gravierend und die Führungskraft merkt, dass die Produktmanagerin, dass ihre Leistungen sinken. Und bei der positionsbasierten Bewertung
wird die hier entstehende Low-Performance oder Under-Performance häufig gar nicht nachweisbar gemacht, was natürlich dazu führt, dass bestimmte personelle Entscheidungen erschwert werden. Bei einer kontinuierlichen Entwicklung und Offenlegung, Transparenz des Skills der Mitarbeitenden würde die Führungskraft und der Mitarbeiter auch selbst viel schneller merken, dass die Anforderungen an die Fertigkeiten mit dem eigentlichen Skillset des Mitarbeitenden nicht übereinstimmen. Und daraus können unterschiedliche Wege gewählt werden. Hier stelle ich zum Beispiel vor, dass das aktuelle Skillset noch einmal analysiert wird und es geprüft wird, ob nicht eine andere Stelle im Unternehmen wesentlich passender wäre. Dann natürlich wird die Kommunikation transparenter sein, weil es ist jetzt nicht mehr persönliche Merkmale oder es geht jetzt nicht mehr um die Persönlichkeit des Mitarbeiters, sondern um die Rolle und die, um den Gap zwischen den Skills. Darauf folgt dann die Umsetzung und die Weiterentwicklung des Mitarbeitenden. Der Mehrwert hier ist, dass das Wissen über die aktuellen Skills der Mitarbeitenden und darüber, welche Skills benötigt werden, ermöglicht eine datenbasierte und passgenaue Umsetzung durch das Management. Und die Mitarbeitenden können bisher vielleicht ungenutzte Fähigkeiten entfalten und sich innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln. Das, ja, der Arbeitsplatz bleibt natürlich dadurch attraktiv. Gehen wir gleich zu dem nächsten Beispiel und das ist ein Beispiel zu dynamischen Teams. Ja, wie können denn dynamische Teams in einem Unternehmen entsprechende Skill-Database entstehen? Stellen Sie sich vor, wir haben hier unterschiedliche Rollen, die im Grunde mit sich erstmal auf den ersten Blick nichts zu tun haben, aber es kommt eine neue Herausforderung. Nehmen wir jetzt auch als Beispiel ganz naheliegend KI und das Unternehmen plant ein kurzes Projekt dazu, um die Reaktion des Unternehmens auf die neuen Anforderungen zu erarbeiten. Und hier sehen wir ganz unterschiedliche Rollen und es kann durchaus sein, dass es für das Unternehmen gar nicht sichtbar ist, dass der HR-Teamleiterin sich mit KI-Themen sehr gut auskennt und bereits eine Fortbildung dazu gemacht hat, weil es an ihrer Position gar nicht gebraucht war. Mit der Offenlegung der Fertigkeiten und Fähigkeiten der Mitarbeiter wird das für das Unternehmen sichtbar gemacht werden. So kann ein dynamisches Team erstellt werden, unabhängig von den erst angedachten Rollen oder Menschen, die dabei mitwirken können. Das Unternehmen profitiert davon, weil es jetzt nicht nach außen gehen muss und neue Kräfte für diese Themen rekrutieren. Und die Mitarbeiter profitieren natürlich auch davon, weil sie unabhängig ihrer jetzigen Arbeit an einem, also auch kurzfristig an einem spannenden Projekt partizipieren können und dort ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten zum Ausdruck bringen können, weiterentwickeln können und dann wieder zurück in die Position mitnehmen können. Gutes Beispiel dafür. Genau, das Unternehmen wird durch die Offenlegung und diese Skill-Datenbank wesentlich schneller auf die Veränderungen von außen reagieren und in diesen kleinen Teams werden sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen spannende Herausforderungen bewältigt. Noch ein Beispiel von meiner Seite, bevor ich übergebe, ist, wie verhält sich denn jetzt mit den rollenbasierten Skillpools am Beispiel der Reorganisation? Auch eine typische Herausforderung im Personalwesen. Wir haben jetzt hier das Beispiel, dass zwei Business Units zusammengelegt werden und jetzt muss das Management und die HR Entscheidungen treffen über die Besetzung von einzelnen Rollen, vielleicht auch Entwicklung von neuen Rollen. Und meistens bei den beiden Business, bei den zwei recht ähnlichen Business Units gehen wir davon aus, dass hier auch Mitarbeiter gibt mit sehr ähnlichen Voraussetzungen und hier kommt dann, wenn wir jetzt uns die planstellenbasierte Organisation anschauen, dann sehen wir oder ist es üblich, dass die Diskussionen häufig personenzentriert sind, auch emotional. Die Entscheidungen werden intuitiv getroffen, natürlich auf der Basis der Voraussetzungen, wie zum Beispiel Zugehörigkeitsdauer zum Unternehmen oder Qualifikationen.
meistens natürlich auch die Vernetztheit in dem Unternehmen. Und mit der rollenbasierten Skillpools schaffen wir Transparenz und vor allem auch Präzision bei solchen Entscheidungen. Die Personalentscheidungen sind dann objektiver, wenn wir die einzelnen die Skillbedarfe anschauen und dann die Passung aus den Daten ermitteln. Und da ist es manchmal vielleicht auch ein Beispiel aus unserer eigenen Organisation, dass wir eine Beraterin für eine Rolle sehen anhand oder auf der Basis von ihren Skills und nicht auf der Basis von ihrer Erfahrung in oder Zugehörigkeitslänge zu unserem Unternehmen. Ja, für den Mitarbeiter ist es auch insofern reizvoll, weil seine Entwicklung jetzt auch offen, also datenbasiert ist und Mitarbeiter kann selbst steuern, sagen, okay, das möchte ich, diese Fähigkeiten möchte ich jetzt entwickeln, wenn jetzt nicht an dieser Stelle, dann vielleicht an einer anderen Stelle. Der Mehrwert hier ist natürlich, dass Daten des Personalentscheidungen basiert sind und dass es auch mehr Flexibilität durch die Jobarchitektur der Rollen für die Mitarbeitenden entsteht und die Entscheidungen für den Mitarbeiter auch in solchen sehr kritischen Situationen nachvollziehbar sind. Kommen wir zu unserem letzten Beispiel zum Thema inklusives Talent Management. Wie sieht es aus in einer skillbasierten Organisation? Wir haben das Beispiel Nachfolgeplanung gewählt. Worum geht es bei der Nachfolgeplanung? Natürlich darum, um Talente zu identifizieren und sie dann auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Das war bisher so, das wird auch zukünftig so sein. Und ich glaube, der Weg wird ein anderer sein. Das heißt, wenn wir uns das exklusive Talent Management anschauen, dann gibt es da eine starke Fokussierung auf die Besetzung der Schlüsselpositionen, also eine sehr eingeschränkte Auswahl von eben Entwicklungsmöglichkeiten für den Mitarbeiter. Und da hat man meist einen sehr eingeschränkten Talentpool, in dem man auf die High Potentials sich fokussiert, häufig als Ergebnis aus dem Performance Management, jährlichen Performance Management Prozessen, Mitarbeitende mit einer hohen Performance, mit einem hohen Potenzial, eben basiert auf einer einmaligen Einschätzung pro Jahr. Und nutzt diesen Pool dann, um weitere Informationen von dem Mitarbeiter eben zu generieren oder zu erfragen. Oft sind diese Informationen dann gar nicht aktuell. Das heißt, man hat zwar ein Talentprofil zur Verfügung, aber häufig muss man nochmal den Weg gehen und zu fragen, hey, aktualisiere nochmal dein Talentprofil, weil oft ist es so, dass es ja so ein bisschen wie eine Visitenkarte ist. Man macht einmal die Visitenkarte und dann hat man, ja, aktualisiert man das nicht wirklich. Und da bieten natürlich die skillbasierten Organisationen mit ihrem kontinuierlichen Skillset-Aktualisierung sozusagen auch auf Datenbasis die Möglichkeit, da einen sehr viel breiteren Talentpool für die Organisation zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir uns jetzt das inklusive Talentmanagement eben anschauen, das heißt, wir fokussieren nicht nur auf die High Potentials, sondern sehen jeden einzelnen Mitarbeitenden mit seinen Talenten, mit seinen Skills und Fähigkeiten. Und haben dann gegebenenfalls nicht nur die Besetzung von Schlüsselpositionen in der Organisation für die Nachfolgeplanung, sondern wir haben eine klare Fokussierung auf die Skill-Lücken, und zwar die aktuellen, also was brauchen wir aktuell, aber auch auf die zukünftigen. Das heißt, wo fehlen uns vielleicht noch Skills, die wir noch ausprägen müssen, um als Organisation zukunftsfähig zu sein? Natürlich haben wir dann auch, wenn alle Mitarbeitenden ihre Skills zur Verfügung stellen, die Möglichkeit, eben vielleicht auch verborgene Talente zu entdecken, können höheres Potenzial ausschöpfen und haben möglicherweise auch eine bessere Passung für die Nachfolger der Schlüsselpositionen, indem man eben die Personen findet, die das richtige Skillset mitbringen, um diese Position zukünftig auch wahrzunehmen. Auch eine interne Mobilität wird gefördert. Das heißt, wenn wir eine Transparenz über die Anforderungen an bestimmte Rollen haben, was muss ich machen, ist auch die Möglichkeit, eben viel mehr zu changieren zwischen den einzelnen Rollen und habe dann eine größere Klarheit, auch als Mitarbeitender, aber eben auch innerhalb des Unternehmens diese interne Mobilität zu fördern.
Wenn wir hier nochmal auf die Mehrwerte gucken, also wirklich durch diese Erweiterung des Talentpools haben wir natürlich ein höheres Potenzial, eben diese Talente zu finden, um genau diese Passung zu finden. Das heißt, die Talente dort einzusetzen, wo sie gebraucht sind, und dadurch haben wir eine bessere Passung, und zum anderen natürlich fördern wir intern die Mobilität und auch die Entwicklungschancen, die für jeden Mitarbeitenden eben zur Verfügung stehen, was natürlich auch etwas mehr Flexibilität erfordert, aber dennoch eine sehr viel größere Möglichkeit sowohl für die Organisation bietet, als auch für die Mitarbeitenden. Das als letztes Beispiel, und nun zum Abschluss würden wir Sie gerne, nachdem Sie eingetaucht sind in das Thema, nochmal mit verschiedenen Schritten mal als Orientierung durchführen, um Ihnen vielleicht eine gute Orientierung zu geben. Also starten wir mit Punkt 1. Um etwas einzuführen, um eine Transformation zu starten, muss ich mir natürlich erstmal ein ganz klares Bild machen. Das erklärt sich zwar von alleine, wo man sagt, wir definieren mal ein Zielbild, wir erleben aber immer wieder, dass das häufig eben nicht gemacht wird. Es wird sehr schnell losgelegt, was ja konkret ist und oft weiterhilft, aber es braucht gerade, um diesen Shift hinzubekommen, diesen Mindset-Wandel auch wirklich bewusst zu haben, am Anfang ein klares gemeinsames Verständnis zu haben, sowohl was braucht es aktuell, was braucht es in Zukunft, aber auch eine Klarheit zu haben bei den Zielen. Gemeinsames Verständnis auch, was bedeutet skillbasierter Ansatz? Brauchen wir eine skillbasierte Organisation? Oder gibt es Teilbereiche, wo wir skillbasiert arbeiten wollen? Das heißt, darüber muss man sich erstmal verständigen. Und im nächsten Schritt ist es dann auch ganz wichtig, wir haben das gesehen, Skills, Kompetenzen, das sind so viele Prozesse, die da mitspielen. Das heißt, auch hier diese kompletten Personalprozesse mal gesamtheitlich zu betrachten. Wirklich ein ganzheitliches Bild machen, um zu identifizieren, wie, an welchen Stellen gibt es vielleicht diese konkreten Pain Points, ja? Wo gibt es Stellen, wo wir sofort loslegen können? Was könnten Quick Wins sein? Und wo sind Bereiche, die wir zu einem späteren Zeitpunkt Schritt für Schritt in der Organisation umsetzen wollen? Das heißt, dann ermöglicht dieses gesamte Bild einfach die Möglichkeit, eine individuelle Roadmap für die Transformation zu erstellen. Ein ganz wichtiger Punkt ist das, was wir jetzt hier genannt haben als Mindset-Wandel, also den nicht aus den Augen zu verlieren, sondern hier wirklich diesen Wandel zu starten, in dem Jobs neu gedacht werden. Das heißt, hier wird die Basis gelegt für all das, was danach kommt. Das heißt, wir müssen schauen, okay, wie definieren oder welche Fähigkeiten werden benötigt, welche Kompetenzen für verschiedene Rollen, welche Aufgaben gibt es im Unternehmen. Es müssen Kompetenzmodelle definiert werden und vor allen Dingen, das hat meine Kollegin auch schon angesprochen, Standards eben zu entwickeln und Levels zu definieren für die einzelnen verschiedenen Fähigkeiten, um dann zukünftig auch eine einheitliche Bewertung gewährleisten zu können. Also hier wird sozusagen die Foundation gelegt. Nächster Punkt ist, glaube ich, in unserem Kontext sehr selbstverständlich, aber wir haben einfach gemerkt, dass das natürlich auch mit ein zentraler Punkt ist, das IT-gestützt oder auch KI-gestützt anzugehen, weil die neuen technischen Möglichkeiten einfach so viele Vorteile bieten, die es bisher beim Skill- und Kompetenzmanagement oft nicht gab. Das heißt, sich da auch Unterstützung zu holen und das dann auch entsprechend umzusetzen. Und dann ganz entscheidend, nicht nur die Technik im Blick zu haben, sondern eben auch den Menschen. Das heißt, etablieren einer Kultur, wo eben dieses kontinuierliche Lernen möglich ist. Und da frühzeitig anzufangen, auch schon bei Beginn dieser Transformation, den Mitarbeiter mitzunehmen, ihn zu informieren, mit in den Prozess einzubinden, um auch die Notwendigkeit deutlich zu machen und um dann von Beginn an eben diese Kultur des kontinuierlichen Lernens zu etablieren und daraus dann auch die Vorteile und Mehrwerte dann rauszuschöpfen. Und dann
geht es in Punkt 6 letztendlich darum, Skills tatsächlich zur Grundlage der kompletten Personalpraxis zu machen, sei es im Recruiting, im Onboarding, im Performance Management, also in all verschiedenen Talent Management Prozessen. Letztendlich ist es ja, wenn man am Anfang eben dieses Big Picture hat, die Prozesse ganzheitlich angeschaut hat, kann man dann eben in dem hier dargestellten sechsten Step dann Schritt für Schritt das Einführen, Ausrollen im Unternehmen und bestenfalls natürlich im Rahmen von Pilotprojekten, wo man eben die Painpoints angeht, Erfahrungen macht, nochmal entsprechend adaptiert, um es wirklich so individuell für das Unternehmen oder für die Organisation zu adaptieren, dass es eben passt und dass es auch an der Geschwindigkeit für die die Geschwindigkeit des Unternehmens auch mit berücksichtigt. Und dann letzter Punkt, auch das haben wir schon angesprochen, also hier geht es wirklich nicht darum, einmal eine Roadmap zu erstellen und dann bis zum Ende durchzugehen, sondern wirklich in einem kontinuierlichen Prozess zu überprüfen, anzupassen, zu adaptieren und wirklich immer wieder sich zu hinterfragen, sind wir noch auf der Ziellinie, sind wir dort, wo wir hinwollen, was brauchen wir aktuell, was brauchen wir zukünftig, um da das einfach an das Unternehmen so gut wie möglich anzupassen. Ja, das als erster Blick, genau. Und wir begleiten Sie natürlich sehr gerne auf dieser Reise. Und ja, Frage. Agile, iterative Vorgehensweise. Ist auch ein Projekt. Absolut. Bleiben bei dem Thema. Genau. So, die letzte Folie von meiner Seite, die jetzt schon nicht ganz da war, da ist sie ja. Genau, ich habe jetzt gerade gewagt, einen Blick auf die Uhr zu werfen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, wir haben so ein bisschen mehr Zeit ursprünglich dafür vorgenommen, aber trotzdem bin ich sehr interessiert über Ihre Eindrücke und auch Ihre Fragen. Ich beende jetzt das Moderationsmodus, damit ich Sie auch noch sehen kann. Gibt es denn Fragen von Ihrer Seite? Da. Inputs, die Sie mit uns teilen möchten. Also letztendlich ist es tatsächlich, also die Erfahrung wird zeigen, dass man da eben nicht sagt, okay, wir führen das jetzt innerhalb von einer bestimmten Zeit komplett für das komplette Unternehmen ein. Ich glaube, die Roadmap hat ganz deutlich gemacht, dass es darum geht, wirklich frühzeitig zu starten und in kleinen Schritten zu starten. Das große Bild ist, glaube ich, am Anfang sehr wichtig, aber es ist genauso wichtig, sehr schnell Quick Wins zu generieren. Also es geht nicht darum, sich erstmal einzuschließen und dann ein Riesenkonzept zu machen und eine Planung, in den nächsten 2 Jahren wird das passieren, also wie eine Art Projekt, sondern mehr in die Richtung zu gehen, was braucht es aktuell und schrittweise sich anzunähern. Also Zeithorizont ist, glaube ich, sehr, sehr organisationsindividuell. Ja. Ja, und auch mutig sein bei dem Anfang. Ja. Absolut, absolut. Sie sprechen genau das Richtige an, weil letztendlich das ist der Schlüssel. Und ich glaube, das darf man von Anfang an nicht sehen als Konzept, wir setzen das jetzt mal um, sondern es wirklich als Kulturwandel zu verstehen, weil der Mitarbeiter ist ein Schlüssel, ein Element, auch wenn wir Skill als Element gesehen haben. Aber letztendlich ist es der Mitarbeitende, der bereit sein muss, eben da reinzugehen. Das heißt aber auch, dass die Organisation eben dieses Umfeld bieten kann. Und ich glaube, das ist ja das Schwierige. Wir merken das auch, wenn wir in unseren Projekten, wenn es darum geht, Talentprofile zu definieren, dann auch dem Mitarbeiter die Offenheit gegenüber zu geben oder auch diese Erwartung, hier, du kannst dein Talentprofil ausfüllen und du kannst Informationen zur Verfügung stellen. Aber es muss auf der anderen Seite eben auch diese Erwartungen erfüllt werden, dass ich mich dann auch weiterentwickeln kann. Also es muss ein Geben und Nehmen zwischen beiden geben. Und selbst da, an diesem Punkt, ist es schon relativ schwierig. Das heißt aber, wir haben ja gesehen, durch dieses kontinuierliche im Austausch bleiben zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Ich glaube, da kann man Schritt für Schritt das jeweils einführen. Also es kann halt nicht ein jährlicher Prozess sein, sondern es muss ein kontinuierlicher Austausch sein. Alles andere würde mich wundern, dass es funktionieren würde. Ja. Aber vielen Dank für den Einblick. Ja. Und ich freue mich auf den Workshop, den wir noch haben werden. Sonst hätte ich gesagt, wie
entlassen Sie mit diesen Ideen, mit sehr vielen Informationen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Zeit mit uns geteilt haben. Und ich hoffe, wir konnten Sie ja, gut fühlen mit Inhalten. Genau. Dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns, ja, Ihre Herausforderungen kennenzulernen und mit Ihnen den Weg zu gehen. Genau. Und natürlich für weitere Fragen kommen Sie auf uns zu. Wir würden uns freuen, mit Ihnen weiter in Kontakt zu bleiben. Herzlichen Dank und einen schönen Tag.